Das ist nicht schlimm. Das ist alles ein bisschen. Jetzt parierst du noch mal durch zum Schritt. Oh, ruhig, ruhig Schritt, ruhig, ja. So, Hände zusammen. So, jetzt stell dir mal ein bisschen links ein. Bleib ruhig, bleib ganz ruhig. So, ja. Okay, jetzt gibst du mal die linke Hand frei und galoppierst da an. Rechts dranbleiben, genau. So, ja. So, schön. So, das Pferd galoppiert ganz gut in Selbsthaltung. Prima. Und jetzt wechselst du mal durch die halbe Bahn und reitest mal einen Wechsel vom Galopp zum Schritt und dann tun wir mal vom Linksgalopp Schritt und dann Rechtsgalopp. Mal durchparieren. Prima. So, jetzt rechts angaloppieren. Gut, so. So, schön. Prima. So, und ruhig ein bisschen tiefer eingestellt, so wie du das jetzt machst, so genau. Das ist genau richtig. Komm nochmal hier auf den Zirkel. So, und jetzt versuch, Ina, versuch nochmal ein bisschen mehr zu versammeln im Galopp. Versammel mal, guck mal, wie weit, wie kannst du versammeln? Ja, versammelte, so, jetzt abklopfen. Mit beide, so, genau, so, und jetzt wieder hinsetzen. So, ja. Auch du musst lernen, mit deinem Körper den immer wieder mal anzuspannen und ihn wieder zu entspannen. So, linke Zügel, bisschen mehr dran als den inneren Zügel in dem Moment. Genau. Und mal ein bisschen wieder versammelter Galopp. Versammelter, 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 versammelter. So, so, gut. Prima. Locker lassen, eben abklopfen. Prima. Genau. Jetzt wieder hinsetzen. Linke Zügel dran. Versammelter Galopp. Und dann wechselst du nochmal durch die Bahn und reizt mal wieder einen einfachen Wechsel vom Galopp zum Schritt. So. Parier nochmal durch. So. Prima. Jetzt nochmal Linksgalopp. So, ja, gut, so, prima. Jetzt kommst du nochmal hier auf den Zirkel. So, und jetzt nochmal versammelt galoppieren. Guck mal, zeig mir mal, wie viel du versammeln kannst. Zeig mir das mal. Guck mal, so, noch mehr, noch mehr. So, ja, ja, richtig, richtig klopfen. Okay, so, mach das nochmal. Das war ganz interessant, was du da gerade gemacht hast. Nochmal einmal richtig versammeln. So, kürzer, kürzer. Ja, ja, gut, ja, und klopfen. Okay, jetzt parier mal durch zum Schritt. So, aber da kann man schon mal sehen, jetzt lass mal die Zügel einmal ganz lang, ja. Was, jeder hat so ein Steckenpferd, ja. Der eine ist Spezialist für Wechsel, der nächste ist Spezialist für Traversalen und so. Und jeder hat so etwas, wo er sagt, da suche ich immer nach. Bei mir ist das immer so, ich will immer allerhöchste Versammlung sehen, ja. Weil ich meine, irgendwann, wenn das Pferd 6 Jahre alt ist, dann muss er richtig versammelt gehen können. Und wie kann ich eine richtige Versammlung im Galopp sehen? In dem Moment, wenn das Pferd sich setzt, wenn die Kruppe muss hinten kleiner werden, der muss Last aufnehmen. Alles, was nicht, in dem Moment, wo der sich nicht setzt, dann reiten sie langsam, aber sie reiten nicht versammelt, ja. Und das war jetzt mal ganz interessant zu sehen hier. An einem gewissen Punkt fing das Pferd an, so ein bisschen kleiner zu werden, hat aber auch wieder gestockt, weil die Durchlässigkeit nicht genügend da ist. Und das ist natürlich auch etwas, das kann ich jetzt nicht von heute auf morgen, aber Ina, das musst du üben, ja. Du musst das üben, dass du kontrolliert, versammelt galoppieren kannst, so dass das Pferd hinten etwas kleiner wird, etwas Last aufnimmt und daraus wieder nach vorne. Und dann ist es auch die Voraussetzung, in den Wechsel zu gehen, wesentlich leichter. Wir werden jetzt mal versuchen, 2 Wechsel zu reiten, aber ich kann mir vorstellen, dass die Durchlässigkeit, um diese Wechsel zu reiten, im Moment noch nicht gut genug ist. Ja? Aber ist egal. Du hast gesagt, von links nach rechts klappt am besten. Stimmt? Besser. Gut. Dann versuchen wir mal die bessere Seite. Jetzt galoppierst du einfach mal an und dann machst du was. Ja, das ist nicht schlimm. Jetzt parierst du durch zum Schritt. Parier mal durch. So, so. Da geht schon los, dass du nicht konsequent, ja, so, das war schon besser angaloppiert. Das heißt, immer direkt alles korrigieren, das nicht alles durchgehen lassen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. Mach mal.
Ja, das war ja gar nicht so verkehrt. Ja, so ein kleiner Hopsel war dabei. Ja, okay, jetzt parierst du nochmal durch zum Schritt. Hände schön tief auf dem Hals. Genau, und dann gehst du linke Hand und dann machst du das nochmal. Das war so schön.